Ja, herzlich willkommen an der Kunsthochschule in Weißensee. Mein Name ist Leonie Baumann. Ich bin seit 2011 Rektorin hier an der Kunsthochschule. Und ich muss sagen, die Thematik, nämlich die Räume, die nicht ausreichend bei uns an der Hochschule sind, hat mich von Anfang an begleitet. Also seit 2011 sind wir auf der Suche nach Lösungen, weil wir zum Beispiel gestufte Bachelor- und Masterprogramme haben im Design, weil die Künstlerinnen und Künstler Platz brauchen für ihre jeweiligen Projekte und Arbeiten. Und wir haben die ganze Zeit immer überlegt, wie das möglich sein könnte. Das Areal, auf dem wir uns befinden, ist denkmalgeschützt. Das heißt, wir haben nur begrenzte Möglichkeiten, die wir auch alle genutzt haben, Dachausbau und so weiter, hier vor Ort tatsächlich mehr Räume zu schaffen. Seit ungefähr 5, 6 Jahren bin ich nun im Gespräch mit dem Bezirk und mit dem Verband der Kleingärtner, weil die einzige Möglichkeit, die sich dann erschloss, die Erweiterung auf dem Kleingartengelände in der Nachbarschaft ist. Ich selber bin sehr froh über diese Lösung, die wir gefunden haben. Und ich bin auch überzeugt davon, dass wir eine Erweiterung, eine Idee, eine Vision realisieren werden, wie die Hochschule tatsächlich aussehen kann in Zukunft, die gleichzeitig aber auch irgendwo noch eine historische Erinnerung an das frühere Kleingartenareal ermöglicht. Also meine Idee ist einfach, dass wir einen Campus haben werden, auf dem studentisches Wohnen möglich ist, einen Campus haben werden mit Gastronomieangeboten für junge Studierende und Absolventinnen und Absolventen, die ihre Start-up-Ideen realisieren können. Dieses alles sind Ideen, die letztendlich sich ja auch mit einer Grünanlage, mit einer Parkanlage, letztendlich mit einem Modell von früheren Kleingärtnern im Innenbereich vereinbaren lassen. Selbst wenn wir erweitern, heißt das, dass wir hier einen Kommunikationsort in Zukunft haben werden für Interessierte, für Besucherinnen und Besucher, für die Nachbarschaft. Weil ich glaube, das ist ein vergleichbarer Kommunikationsort, wo man sich mit künstlerischen, gestalterischen oder auch theoretischen Fragen auseinandersetzen kann, die ja auch unsere Gegenwart und unsere Zukunft bestimmen, dass es den hier gar nicht in der Gegend gibt. Also insofern bin ich glücklich, dass wir eine Lösung gefunden haben, die im Moment noch ein bisschen Zukunftsmusik ist, aber die doch in greifbare Nähe gerückt sein wird in ein paar Jahren, dass wir hier einen Begegnungsort und einen Kommunikationsort mit ganz, ganz hoher Aufenthaltsqualität haben werden. Und da freue ich mich einfach im Interesse auch aller Hochschulangehörigen jetzt schon drauf.